Er findet in Irland als Koch keine Arbeit. Ihr Haus können sie nicht mehr halten. Sie sehen keine Zukunft in der Heimat. Sie suchen ihr Glück in Australien. Eine Stelle und ein Visum haben sie schon. Ein paar Freunde von uns haben das Gleiche vor. Sie sind jünger, sie haben kein Haus zu verkaufen. Sie können einfach ihre Sachen packen und gehen. Aber wir sind uns alle einig, Irland hat uns nichts mehr zu bieten, weder Arbeit noch Sicherheit. Working abroad, im Ausland arbeiten. Bei der Messe für Auswanderer vergangenes Wochenende in Dublin großer Andrang. Länder wie Kanada, Australien, Neuseeland werben hier um englischsprachiges Fachpersonal. Krankenschwestern, Bäcker und Ingenieure haben besonders gute Chancen auf ein Arbeitsvisum. Ehe es noch schlechter wird, will ich lieber anderswo Berufserfahrung sammeln und irgendwann zurückkommen. In diesem Land gibt es nur noch wenig Möglichkeiten. Dabei habe ich mich für so viele Jobs beworben. Ich mache nächsten Januar meinen Abschluss. Wenn ich dann keine Arbeit finde, wandere ich aus. Wirtschaftskrisen, Hungersnöte. Auf der Suche nach Arbeit mussten die Iren über Jahrhunderte immer wieder ihre Insel verlassen. Viele besinnen sich jetzt auf diese Tradition. Auf der Messe war es auch deshalb so voll, weil ganze Familien gekommen sind. Früher kamen vor allem junge Leute, die Abwechslung suchten oder Abenteuer. Neu ist, dass ganze Familien auswandern wollen. Die Krise ist in Irland überall spürbar. Erst letzte Woche mussten weitere Milliarden in die maroden Banken gepumpt werden. Die Neuverschuldung kletterte auf 32%, einsamer EU-Rekord. Die Regierung ist schwer unter Druck. Irland auf der Kippe, das könnte zur Belastung für den gesamten Euroraum werden. Bei unseren Haushaltszielen haben wir den EU-Stabilitätspakt fest im Auge. Wenn wir diese Ziele korrigieren müssen, tun wir das offen und ehrlich. Noch glauben die Märkte dem Finanzminister, denn anders als Griechenland gilt Irland als international wettbewerbsfähig. Noch ertragen die meisten Iren gnadenlose Sparmaßnahmen, hohe Arbeitslosigkeit. Noch gibt es kaum Streiks oder Demonstrationen. Doch wie lange geht das gut? Wenn die Wirtschaft im nächsten Jahr wächst und damit auch das Vertrauen, dann wäre das der Wendepunkt zum Besseren. Wenn es aber erneut ein schlechtes Jahr wird und wir unser Defizit nicht verringern, dann könnte Irland Probleme auf den internationalen Finanzmärkten bekommen. Daniel und Cecile MacDonald wollen nicht mehr warten. Sie haben kein Vertrauen mehr. Nur noch ihr Haus müssen sie loswerden, sagen sie. Dann können sie endlich gehen.